fällt kein Tänzer vom Himmel. Und wenn er runterfällt, hat er sich die Beine gebrochen und kann nicht tanzen. Vor längerer Zeit bin ich auf den Clip gestoßen, in der Taeyang in einer Show ist, die G.O. Show oder Go Show, keine Ahnung, wie man das ausspricht, in der er einen Pizzatanz vorführt oder auch Sushi-Tanz, wie auch immer man das nennen will. Das heißt, aus alltäglichen Bewegungen und Situationen hat er einen Tanz gemacht. Ich fand das sehr faszinierend, dass es bei ihm gut aussieht. Er kann aus allem einen Tanz machen. Und da habe ich mir gedacht, mache ich euch ein Video, in dem ich euch das näher bringe, also das Tanzen. Ich bin jetzt kein Tanzexperte. Nein, wer ist das schon außer Taeyang? Und der grundlegende Tipp ist, überhaupt erst Taktgefühl zu haben. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr das nicht habt, braucht ihr gar nicht erst anzufangen zu tanzen. Zweiter Tipp ist wichtig, geschmeidig zu bleiben. Ich weiß von mir, wenn ich manchmal ein paar Bewegungen mache, dass es wahrscheinlich so von außen aussieht, dass ich noch einen Stock im Arsch habe. Hätte toll, hat den immer noch im Arsch. Der will den auch da drin haben, ich will den nicht da drin haben, weil es dann scheiße aussieht, wenn man irgendwelche Tanzbewegungen macht oder neue Bewegungen und dann ist man voll, sieht man voll aus wie so ein Roboter. Bevor ihr jetzt sagt, ich zerlege mein Auto, das werde ich in ein paar Tanzmoves einbauen, müsst ihr erstmal die Grundschritte lernen. Hört auf zu lachen, die Grundschritte lernen. Welche Grundschritte? Ja, woher soll ich wissen, welche Schritte euch liegen? Das müsst ihr schon selber herausfinden, also Grundschritte, Basics lernen von Hip-Hop und so weiter oder Breakdance. Die könnt ihr dann verbinden mit Grundbewegung des Oberkörpers und dann eure Bewegung, wenn ihr sagt, ja, ich will wie Taeyang hier irgendwie Pizza machen, lalala, lalala, lalala. Dann könnt ihr anfangen zu verbinden. Fangt jetzt nicht an, erstmal, welche Alltagssituation. Ich steige im Bus, yeah, ich schieb die Tür zur Seite, yeah. Aber ihr könnt die Beine nicht bewegen, dann sieht es so aus. Cool. Richtig geiler Tanz. Und ihr seid noch voll verkrampft. Das ist auch nicht gut. Und nun das Wichtigste. Eine Menge Fantasie. Ihr könnt nahezu alles in eine Tanzbewegung umwandeln. Kaugummi kauen jetzt nicht. Das ist nicht so vorbildlich, als wenn ich jetzt... Sieht nicht so gut aus. Also von daher, ihr könnt nahezu alles. Ihr müsst natürlich auch ein gewisses Urteilsvermögen haben und einen Spiegel, so als Zusatztipp, damit ihr schauen könnt, sieht das überhaupt gut aus, wenn ich das mache? Oder ist es scheiße? Das ist natürlich Geschmackssache. Ihr könnt sagen, es ist geil. Euer Nachbar sagt, oder eure Freundin, Freund, wie auch immer, sagt, bist du behindert? Warum sollte man tanzen lernen? Fragen sich vielleicht einige. Oder warum mache ich das Video? Ich finde, es ist wichtig, weil es, da kommt wieder der Sportler oder der Gesundheitsfreak durch, es ist gesund, ihr bewegt euch in gewisser Maße. Ausdauer trainiert ihr damit. Koordination, was ganz wichtig ist. Und Tänzer haben eine schöne Ausstrahlung. Sie halten sich gerade und diesen Gangstermäßig. Nein, die wirken auch ganz anders. Die sind körperbewusst und ich finde das sehr vorbildlich. Es ist auch viel spannender, auf einer Party mit anderen Leuten zu tanzen, als nur zu sitzen und mit dem Glas in der Hand. Nö, ich tanze nicht. Nö, ich kann nicht tanzen. Ja, scheiß drauf. Es fällt kein Tänzer vom Himmel. Und wenn er runterfällt, hat er sich die Beine gebrochen und kann nicht tanzen. Okay, vielleicht kann er mit den Armen noch was machen, aber egal. Es ist, ihr profitiert nur davon. Selbst wenn dieses Motto oder dieses Klischee, weiß nicht, Tänzer denn besser im Bett, das hat nichts zu sagen. Das hat gar nichts zu sagen. Ja, man kann vielleicht eher sehen, ja, die Ausdauer 10 Minuten lang im Stehen zu tanzen, aber im Bett werden andere Muskeln gefordert. Also aus dieser Sicht kann man pauschal da das nicht übertragen. So als Experte. Also wenn ihr mehr Spaß im Leben haben wollt, was für eure Gesundheit tun wollt, dann lernt zu tanzen. Ich meine, ihr schlagt damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens tut ihr was für eure Gesundheit. Zweitens steigert ihr quasi euren Wert. Ihr könnt mehr und es ist lustiger mit euch, wenn Musik läuft, ein bisschen zu tanzen und ihr... Man hat mehr vom Leben, man investiert in das Leben. Ihr müsst jetzt nicht der neue Taeyang werden oder Michael Jackson, es ist völlig egal. Hauptsache ihr habt Spaß im Leben und lernt was Neues. Tanzen kann man immer gebrauchen. Entweder ist es auf einer Party oder auf einer Party oder auf einer Party. Ne? Also viele Möglichkeiten. Ach ja, und auf einer Party geht das auch.
Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Tanzen. Lernt fleißig tanzen, ja? Und irgendwann seid ihr vielleicht so gut wie ich. Ich bin ja besser als Taeyang, ne? Ich zeige euch jetzt mal einen Beweis, warum ich besser als Taeyang tanzen kann. Und falls es irgendeine Ähnlichkeit mit einem anderen K-Pop-Star hat, ist völlig unmöglich. Ich bin das wohl, ja? Ja, ja. Euer Vitong. Bis zum nächsten Mal.